Die Zahl der Parteien im Bozner Gemeinderat hat sich also dank der 3%-Hürde von 18 auf 10 verringert. Auf der Strecke geblieben sind 7 Gruppierungen, darunter die Liste einer Dame, Hoch zu Ross und eine Partei, für die Bozen viel zu italienisch ist. Sie wollten Bozen wieder deutscher machen. Doch mit nur 1,5% der Stimmen ist das ein frommer Wunsch geblieben. Trotzdem findet die Südtiroler Freiheit, es sei gut, dass sie kandidiert habe. Das war überhaupt nicht umsonst, denn wir haben es geschafft, dass die Volkstumspolitik immerhin zum Wahlkampfthema geworden ist und dass die Südtiroler Volkspartei auf dieses Thema auch aufgesprungen ist. Elena Artioli ist gar auf ein hohes Ross aufgesprungen, um eiserne Bürgermeisterin von Bozen zu werden. Die 3%-Hürde hat sie aus dem Sattel geworfen, worauf sie heute kurzerhand nach Mailand zum Shoppen fuhr. Auch für Anna Pittarelli ist der Traum von einem Sitz im Gemeinderat ausgeträumt. Enttäuscht sei sie aber nicht. Wir haben in sehr kurzer Zeit, in wenigen Monaten, ein Programm aufgebaut und auch eine Liste mit Kandidatinnen und Kandidaten, die natürlich sich zur Verfügung gestellt haben. Man muss auch sagen, natürlich, dass diese Personen, die sich aufgestellt haben, nicht bekannt sind. Und das werden sie bis auf Weiteres auch bleiben.